Macht was her. Das wird meiner Liebsten bestimmt gut stehen. Ich kann dir nicht genug danken. Thank you.
mach mich los, bevor mir die Geier die Augen auspicken. Ganz zu schweigen von den Wölfen. Ich sah sie gerade erst in den Büschen. Ich bin ein Söldner. Du musst wissen, dass ich nicht umsonst helfe. Und du siehst nicht aus, als wärst du in der Lage zu zahlen. Warte, hör mich an. Diejenigen, die mir das antaten, nahmen mir alles, was ich besaß und ließen mich hier zurück. In ihrem Versteck horten sie viele Schätze und Kostbarkeiten. Befreie mich und ich verrate dir, wo du sie finden kannst. Du meinst die Schätze beim Versteck der Anhänger des Ares? Oh. Die Schätze unter Wasser? Ja, die habe ich schon. Was kannst du mir sonst bieten? Also, da ist noch viel mehr. Schnell, Söldner! Mach mich los! Verdammt! Wölfe! Du hast mich gerettet. Vielen Dank. Du lebst und bist frei. Erzähl mir von der Belohnung. Diese Schweine nahmen mir meinen einzigen Besitz. Ein Familienerbstück. Ich habe das Amulett von meiner Mutter bekommen. Sie verwahren ihre Reichtümer in einer Höhle unter Wasser, westlich von hier. Wer ließ dich so zurück? Die Anhänger des Ares. Ich trat ihnen bei, weil ich mir schnellen Reichtum versprach. Doch die Opfer und das Morden, Söldner, es ist furchtbar. Ich wollte mich mit einigen ihrer Sachen davonstehlen. Und wurdest geschnappt. Du musst sie alle umbringen, Söldner. Sie sind wahnsinnig. Meinst du dieses Amulett? Was? Ja. Gibt es noch andere Wertsachen? Dann wird das Amulett wohl reichen müssen. Weiter. Wie wäre es, wenn ich für dich arbeite? Ich kann kämpfen. Das immerhin haben mir die Anhänger des Ares beigebracht. Nun, was sagst du? Gut, du arbeitest jetzt für mich. Ich weiß nicht, ob das etwas wert ist, aber es ist besser als nichts. Dann stehe ich ab sofort zu deinen Diensten, wenn du willst. Aber nur, wenn du dir vorher was anziehst.